Hertha allein zu Haus, denn im Gegensatz zu den anderen Erstligisten bleibt das Team von Trainer Pal Dardai während der ziemlich kurzen Winterpause daheim in Berlin und das aus einem guten Grund. Einmal bei Hugh Stevens haben wir hier geblieben und ich glaube, das war die beste Rückrunde von Hertha BSC. Schon vor der Begrüßung des versammelten Anhangs kam Trainer Pal Dardai zu einer nicht ganz unwichtigen Erkenntnis, denn keiner seiner Jungs hat bei den Trainingshausaufgaben geschummelt. Eins kann ich sagen, die sehen sie gut aus und haben sie auch. Bei diesem Lauf hat man gespürt, dass die gut gearbeitet haben. Also alles sieht sehr ordentlich aus. Das kann man nicht Pause nennen. Ja? Das war eine aktive Erholung, weil die Jungs müssten weiterlaufen. Deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen, vielleicht ein paar Tage mehr für den Kopf zu geben, aber dafür zu laufen zu Hause. Nach meiner Information, jeder hat das durchgeführt, jeder hat gelaufen, also gibt keinen Spieler, wo ich angreifen muss und das spricht für die Teamgeist, das spricht dafür, dass die Jungs holen sie etwas in die neues Jahr. Die Zeit bis zum ersten Pflichtspiel beim Rückrundenauftakt in Stuttgart ist kurz. Große taktische Revolutionen werden somit kaum zu erwarten sein. Die Woche erstmal wieder zum Zweikampf zu kommen, ja, Kombinationsspiel, passen, passschärfer, also die Woche einfach reinzukommen. Dafür haben wir dieses Turnier gewählt, wo wir immer 60 Minuten spielen können. Damit gehen wir mit zwei Mannschaften, also 22 Spieler, 2x10 und die zwei Torwart, alle also 60 Minuten spielt. Und das muss auch genug sein für diesen Rhythmus. Und danach, die zweite Woche, einfach den guten Rhythmus zu finden, damit du in Stuttgart schon von erster Minute topfit bist und 90 Minuten marschieren kannst. Also taktisch, ich glaube, so viel können wir nicht verlieren. Neue Spieler haben wir nicht gekriegt. Also dadurch die taktische Schulung oder wie wir uns präsentieren, damit die sind alle schon mit vielen Dingen sind einstudiert. Gerade der Sieg zum Hinrundenabschluss in Leipzig hat Lust auf mehr gemacht. Manager Michael Preetz erhofft sich eine Rückrunde mit roundabout 24 Punkten. Nun gilt es, die gute Form der vergangenen Spiele mit in das Kalenderjahr 2018 zu nehmen. Das ist ein Wunsch, ja, eigentlich, ja, von uns alle, aber ich glaube, dafür gibt es kein Rezept. Die Rezept ist, dass man schon hinreise, habe ich gesagt, wenn ihr weggeht, ja, natürlich Pause, aber bei Rückreise schon, wenn man in dem Auto steht oder Flugzeug steht oder egal wie zum Training kommt, diese paar Stunden nachzudenken, wo haben wir aufgehört, da wollen wir uns weiter. Ich glaube, das ist mehr Kopfsache, das ist mehr Psychologie, ja, weil einfach nur trainieren, wenn dann so wird, das ist schwierig, aber von Einstellung her, von Wille her, von so wie die Mannschaft agiert hat, funktioniert. Knifflig ist zweifelsfrei die Aufgabe, den gut gefüllten Kader von 30 Spielern entsprechend bei Laune zu halten. Pädagogisch, das ist nicht gesund, kann jeder zu mir alles erzählen, es ist ungesund, aber trotzdem, Teamgeist ist wichtig, Respekt ist wichtig, wenn jemand Probleme hat, sollen sie erstmal zu mir zu kommen und dann regeln wir, aber ich kann auch nicht schenken jetzt, ja, das ist jetzt so, muss man akzeptieren, Profifußballer sind dafür bezahlt und das müssen sie auch, leiden, ja, und das gehört dazu. Die Zeit ist kurz, der Rückrundenauftakt mit Stuttgart und Dortmund spannend. Auch wenn es zu Hause bekanntlich am schönsten ist, werden sich die Spieler von Hertha BSC in den kommenden zwei Wochen wohl zumeist nur am anspruchsvollen Training erfreuen können. Aber vielleicht ist das ja die Grundlage dafür, dass der Rückrundenrekord von Hugh Stevens gebrochen werden kann.